So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft: Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt. Und er trug einen Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Gleich darauf drängte der Heilige Geist Jesus, in die Wüste zu gehen. 40 Tage lang wurde er dort von Satan versucht. Er lebte mitten unter den wilden Tieren und Engel sorgten für ihn. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlangging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu: Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. Sofort erzählten sie Jesus von ihr. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber, und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelte sich eine große Menschenmenge,
Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und so zog er durch das ganze Gebiet von Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb bei vielen Menschen Dämonen aus. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Daraufhin schickte Jesus ihn sofort weg und befahl ihm: Geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem. Nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Doch als der Mann wegging, fing er sofort an, überall zu erzählen, was ihm widerfahren war, so dass Jesus sich bald in keiner Stadt mehr öffentlich zeigen konnte und sich nur noch an abgeschiedenen Orten aufhielt. Aber auch dort strömten die Menschen von überall her zu ihm. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder: Steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Warum isst er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen,
die sich schon für gut genug halten. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten: Warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger aber nicht? Jesus erwiderte: Fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden, und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen, und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen. Der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus: Das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, zu der Zeit, als Abiatar hoher Priester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist, und gab auch seinen Begleitern davon. Und er fuhr fort: Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht, und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann: Komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte: Ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf: Streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgte ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien: Du bist der Sohn Gottes! Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Und das sind die Namen der 12, die er wählte: Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne: Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Als Jesus in das Haus zurückkehrte, in dem er wohnte, kamen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit fanden zu essen.
Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Doch die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, erklärten: Er ist von Satan, dem Obersten der Dämonen, besessen. Daher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Jesus aber rief sie zu sich und erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Wie kann denn der Satan den Satan austreiben? Fragte er. Ein Königreich, das mit sich selbst im Krieg liegt, wird fallen. Ein Haus, das in sich selbst zerstritten ist, wird untergehen. Und wenn Satan gegen sich selbst kämpft, wie kann er dann bestehen? Er würde niemals überleben. Lasst es mich euch so erklären. Man kann nicht in das Haus eines starken Mannes eindringen und ihn berauben, ohne ihn zuerst zu fesseln. Erst dann kann man sein Haus ausrauben. Ich versichere euch, jede Sünde kann den Menschen vergeben werden und auch jede Gotteslästerung. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird niemals vergeben werden. Diese Sünde währt ewig. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen, und sagte: Diese Leute hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das folgende erzählte. Hört zu. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, ja 100-fachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten: Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Als Jesus später mit den 12 Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn: Was bedeuten deine Gleichnisse? Er erwiderte: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt: Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann.
Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen, und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen, und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden, und es wird euch noch mehr gegeben werden. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Jesus fuhr fort, ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus und ging dann wieder an seine andere Arbeit. Die Zeit verging, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Jesus fragte, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran. Mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solcher Gleichnisse, um die Menschen so zu lehren, dass sie es begreifen konnten. In der Öffentlichkeit lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse. Wenn er aber später mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen ihre Bedeutung. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? So gelangten sie an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, »Verlass diesen Mann, du böser Geist!« Dann fragte Jesus, »Wie heißt du?« Der Geist erwiderte, »Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns.« Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. »Lass uns in diese Schweine fahren«, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine.
und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm: Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte, komm und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht: Deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus: Hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben, und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen: Warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen 3 Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben.
Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten: Wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun, und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keinen zweiten Mantel bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht, doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Bitte mich um was immer du willst, sagte der König zu dem Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer jetzt gleich, serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen. Und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten.
Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten: "Dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schick die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen." Doch Jesus meinte: "Gebt ihr ihnen zu essen." "Wie denn?" fragten sie. "Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen." "Wie viele Brote habt ihr?" fragte er. "Geht und stellt es fest." Sie kamen zurück und berichteten: "Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch 12 Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen 5 Broten satt geworden. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See, und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie in ernster Gefahr waren und mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen 3 Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", sagte er. "Ich bin es. Habt keine Angst." Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend und trugen sie auf Matten zu ihm. Überall, wo er hinkam, in Dörfern, Städten und draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Eines Tages kamen einige Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, nicht befolgten. Die Juden, besonders die Pharisäer, essen nicht, bevor sie sich nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie ihre überlieferten Satzungen es vorschreiben. Auch essen sie nichts von dem, was sie auf dem Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten, wie zum Beispiel an dem Brauch, Becher, Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Deshalb fragten nun die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus: "Warum befolgen deine Jünger unsere überlieferten Vorschriften nicht? Denn sie essen mit ungewaschenen Händen." Jesus erwiderte: "Ihr Heuchler. Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften." Und er fuhr fort: "Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten.
Mose gab euch das Gebot von Gott, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verleumdet, soll getötet werden. Ihr dagegen behauptet, es sei durchaus richtig, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe gelobt, Gott alles zu geben, was ich euch hätte geben können. Ihr lasst zu, dass er seine eigenen Eltern, die notleiden, vernachlässigt. Auf diese Weise brecht ihr das Gebot Gottes, um eure eigenen Vorschriften zu halten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Dann rief Jesus die Menge zu sich. Hört alle genau zu, sagte er, und versucht es zu verstehen. Der Mensch wird nicht durch das unrein, was er isst. Er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Versteht ihr es denn auch nicht? Fragte er. Begreift ihr denn nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken, wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Danach verließ Jesus Galiläa und ging nach Norden in das Gebiet von Tyrus. Er versuchte zu verbergen, dass er sich dort aufhielt, aber es gelang ihm nicht. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell. Sofort kam eine Frau zu ihm, deren kleine Tochter von einem bösen Geist besessen war. Sie hatte von Jesus gehört und nun kam sie, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn inständig, ihr Kind von dem Dämon zu befreien. Da sie eine Griechin war, die aus Syrophönizien stammte, sagte Jesus zu ihr, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden, helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte, das ist wahr, Herr, aber selbst den Hunden unter dem Tisch gibt man die Krümel von den Tellern der Kinder. Damit hast du recht, sagte er. Nun geh nach Hause, der böse Geist ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als die Frau nach Hause kam, lag ihre kleine Tochter ruhig im Bett und der Dämon war fort. Jesus verließ Tyrus und ging nach Sidon. Dann kehrte er zurück an den See von Galiläa und in das Gebiet der 10 Städte. Ein Mann, der taub war und kaum sprechen konnte, wurde zu ihm gebracht. Die Leute baten Jesus, dem Mann die Hände aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte ihn an einen ruhigen Ort, fort von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes. Dann benetzte er die Fingerspitzen mit seinem Speichel und berührte damit die Zunge des Mannes. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und befahl, öffne dich. Und im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Jesus ermahnte die Menge, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto rascher verbreiteten sie die Nachricht, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Wieder und wieder sagten sie, es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und Stummen. In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, die Menschen tun mir leid. Sie waren 3 Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden? Fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er sie. 7, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen.
Dann nahm er die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren, und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie 7 große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalmanuta. Als die Pharisäer hörten, dass Jesus in der Gegend war, kamen sie, um ihn zur Rede zu stellen. Sie wollten prüfen, ob er von Gott kam, und forderten: Gib uns als Beweis ein Zeichen vom Himmel. Als Jesus das hörte, seufzte er und sagte: Warum verlangt ihr unentwegt Zeichen? Ich versichere euch, niemals wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Und er stieg wieder ins Boot, verließ sie und fuhr über den See zum anderen Ufer. Die Jünger hatten vergessen, etwas zu essen mitzunehmen. Ihr gesamter Proviant bestand nur aus einem einzigen Brot. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus sie: Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie glaubten, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Jesus wusste, was sie dachten, deshalb sagte er: Warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den 5000 Männern, die ich mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? 12, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4000 Menschen mit 7 Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? 7, antworteten sie. Da fragte er sie: Begreift ihr denn immer noch nicht? In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: Siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er, ich sehe Menschen, aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes, und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh auf dem Weg nach Hause nicht durch das Dorf. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, andere für Elia, und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Da fragte Jesus: Und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Du bist der Christus. Doch Jesus befahl ihnen, niemand von ihm zu erzählen. Dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten, verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite und bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht: Fort von mir, Satan! Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus der Sicht Gottes. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren.
Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden, und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Schließlich fragten sie Jesus: Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia wiederkommen muss, bevor der Messias kommt? Jesus erwiderte: Das stimmt. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Aber warum heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn viel Leid und Verachtung erdulden muss? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift prophezeit ist. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet ihr euch? Fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen: Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief: Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle.
Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Sie verließen diese Gegend und zogen durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren, um mehr Zeit mit seinen Jüngern verbringen und sie unterweisen zu können. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird verraten werden. Man wird ihn töten. Aber 3 Tage später wird er von den Toten auferstehen. Doch sie verstanden ihn nicht und wagten ihn nicht zu fragen, was er damit meinte. In Kapernaum angekommen, gingen Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die 12 Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen: Wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu Jesus: Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Hindert ihn nicht, sagte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden. Doch wer schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit 2 Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit 2 Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als 2 Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Salz ist gut, um zu würzen. Aber wenn es seinen Geschmack verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch tragen und in Frieden miteinander leben. Dann verließ Jesus Kapernaum und ging nach Süden in das Gebiet von Judäa und in die Gegend östlich des Jordan. Wieder versammelten sich die Menschen um ihn, und wie immer lehrte er sie. Einige Pharisäer kamen und fragten, um ihn damit auf die Probe zu stellen: Darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt? Fragte sie Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann brauche seiner Frau nur einen offiziellen Scheidungsbrief auszustellen und dürfe sie dann fortschicken.
Da entgegnete Jesus: Nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit werden. Dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins, und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Als er später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn erneut danach. Er sagte ihnen: Wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf den Kopf und segnete sie. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes, und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern: Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: Meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: Menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Da erwiderte Petrus: Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte: Ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt, in dieser Zeit, alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgungen. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger, und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er,
wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Jesus schickte 2 der Jünger voraus. Geht in das Dorf vor euch, wies er sie an. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben. Die 2 Jünger machten sich auf den Weg und fanden das Fohlen an der Straße. Es stand angebunden vor einem Haus. Als sie es losbanden, fragten einige, die dort standen, was macht ihr da? Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie sagten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und man ließ sie gehen. Dann brachten sie das Fohlen zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und er setzte sich darauf.
Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus. Andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich unseres Vaters David. Lobt Gott im höchsten Himmel. So kam Jesus nach Jerusalem und ging in den Tempel. Als er sich alles genau angesehen hatte, kehrte er, da es schon spät geworden war, mit den 12 Jüngern nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren. Aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es: Mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hatte, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Am Abend verließen Jesus und die Jünger die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte, und rief aus: Sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da sagte Jesus zu den Jüngern: Habt Glauben an Gott. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, traten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die anderen führenden Männer des Volkes auf ihn zu und fragten ihn: Wer gibt dir das Recht, die Händler aus dem Tempel zu vertreiben? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben? Ich sage euch, wer mir die Vollmacht dazu gegeben hat, wenn ihr mir eine einzige Frage beantwortet, erwiderte Jesus. Geschah die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes, oder war es nur die Tat eines Menschen? Antwortet mir. Sie besprachen sich miteinander. Wenn wir sagen, sie geschah im Auftrag Gottes, wird er fragen, warum wir ihm nicht geglaubt haben. Aber können wir es wagen zu sagen, es war nur die Tat eines Menschen? Denn sie hatten Angst vor dem Volk, weil es Johannes für einen Propheten hielt. So antworteten sie schließlich: Wir wissen es nicht. Da entgegnete Jesus: Dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln.
Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um den Wein darin zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halbtot und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn. Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere Boten, die kamen, wurden entweder halb totgeschlagen oder ermordet, bis nur noch einer übrig blieb, sein Sohn, den er über alles liebte. Den schickte der Besitzer schließlich als letzten, weil er dachte, meinen Sohn werden sie sicher nicht antasten. Doch die Weinbauern sagten sich, da kommt der Erbe des Gutes, kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns. Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun? Fragte Jesus. Ich sage es euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk des Herrn, und es ist wunderbar anzusehen. Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in diesem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie es nicht, Hand an ihn zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Als sie ihm eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr. Dann kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten ihm folgende Frage. Lehrer, Mose hat uns ein Gesetz gegeben, das besagt, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und ihm auf diese Weise zu einem Erben verhelfen. Nun waren da 7 Brüder. Der älteste von ihnen heiratete und starb kinderlos. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, doch auch er starb bald und hinterließ keine Kinder. Dann heiratete sie der nächste Bruder und starb kinderlos. So ging es weiter, bis alle Brüder sie geheiratet hatten und gestorben waren, und es waren immer noch keine Kinder da. Schließlich starb auch die Frau. Nun sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein? Denn alle 7 waren ja mit ihr verheiratet. Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu der Frage, ob die Toten auferweckt werden. Habt ihr nie bei Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagte Gott zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Ihr seid völlig im Irrtum.
Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn: Welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte: Das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, ihn von ganzem Herzen, mit all meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, ihm weitere Fragen zu stellen. Als Jesus später die Menschen im Tempel lehrte, fragte er: Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass der Christus der Sohn Davids sei? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt: Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Wenn selbst David ihn also Herr nannte, wie kann er da gleichzeitig sein Sohn sein? Und die Menge hörte ihm gebannt zu. Und er lehrte sie noch Weiteres: Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie lieben es, sich in wehenden Gewändern zu präsentieren und zu sehen, wie sich alle tief vor ihnen verneigen, wenn sie über die Marktplätze flanieren. Und sie beanspruchen, in den Synagogen und bei Festen auf den Ehrenplätzen zu sitzen. Doch gleichzeitig betrügen sie Witwen schamlos um ihren Besitz. Und um zu verbergen, wie sie wirklich sind, sprechen sie in der Öffentlichkeit lange Gebete. Deshalb wird ihre Strafe umso härter sein. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Als Jesus an jenem Tag den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh nur diese herrlichen Bauten, welch gewaltige Steine sind in diesen Mauern. Jesus antwortete: Diese prachtvollen Bauten werden so vollständig zerstört werden, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt. Später ließ Jesus sich an den Hängen des Ölbergs nieder, die gegenüber dem Tempel lagen. Da kamen Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas zu ihm und fragten: Wann wird das alles geschehen? Wird es vorher ein Zeichen dafür geben, wann sich das alles erfüllen wird? Jesus erwiderte: Lasst euch von niemandem irre machen. Viele Leute werden in meinem Namen auftreten und behaupten, der Christus zu sein. Sie werden viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber habt keine Angst. Dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das alles
wird nur der Anfang der künftigen Schrecken sein. Seid jedoch wachsam, wenn dies alles geschieht. Man wird euch vor Gericht zerren und in den Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündet werden. Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Ein Bruder wird den anderen verraten und dem Tod ausliefern. Väter werden ihre Kinder verraten. Und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und schuld an ihrem Tod sein. Und alle werden euch um meines Namens willen hassen. Doch diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, werden gerettet werden. Es wird die Zeit kommen, da werdet ihr das abscheuliche Götzenbild, das den heiligen Ort entweiht, an dem Platz stehen sehen, an dem es nicht stehen darf. Wer dies liest, der horche auf. Dann müssen alle, die in Judäa leben, in die Berge fliehen. Wer draußen vor dem Haus ist, darf nicht ins Haus zurückgehen, um etwas mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, darf nicht mehr heimgehen und sei es nur, um einen Mantel zu holen. Am schlimmsten wird es für die schwangeren Frauen und stillenden Mütter sein. Und betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn das werden schrecklichere Tage sein, als es je gab, seit Gott die Welt erschuf. Und wie es sie danach auch nicht mehr geben wird. Hätte der Herr diese grauenvolle Zeit nicht verkürzt, dann würde die gesamte Menschheit zugrunde gehen. Doch um seiner Auserwählten willen hat er sie verkürzt. Und wenn jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Christus, oder dort ist er, dann achtet nicht auf ihn. Denn mancher falsche Christus und falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um wenn möglich sogar die Auserwählten Gottes in die Irre zu führen. Seht euch vor, ich habe euch gewarnt. Wenn diese schrecklichen Tage endlich vorüber sind, wird sich die Sonne verfinstern. Der Mond wird nicht mehr leuchten. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden alle den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Und er wird seine Engel aussenden, um seine Auserwählten aus der ganzen Welt zu sammeln, von den äußersten Enden der Erde und des Himmels. Lernt nun etwas vom Feigenbaum. Wenn seine Knospen weich werden und seine Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass der Sommer vor der Tür steht. Auch ohne, dass man es euch sagt. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Ereignisse geschehen. Dann könnt ihr sicher sein, dass seine Wiederkunft vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor all das eingetreten ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden ewig bleiben. Niemand kennt jedoch den Tag oder die Stunde, zu der all diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst. Nur der Vater weiß es. Und weil ihr nicht wisst, wann dies alles geschieht, bleibt wachsam und seht euch vor. Das Kommen des Menschensohnes lässt sich mit der Rückkehr eines Mannes vergleichen, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er gab allen seinen Bediensteten Anweisungen, was sie arbeiten sollten, und wies den Türhüter an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt auch ihr wachsam sein. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses wiederkommt. Ob am Abend, mitten in der Nacht, in der frühen Morgendämmerung oder bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass er euch nicht schlafend findet, wenn er ohne Vorwarnung kommt. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid bis zu seiner Rückkehr wachsam.
Es waren nun noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten noch immer nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich zu ergreifen und zu töten. Auf keinen Fall während des Passafestes, hatten sie beschlossen. Sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet? Fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen: Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Danach ging Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, zu den obersten Priestern, um Jesus an sie zu verraten. Die Priester waren hocherfreut, als sie hörten, warum er gekommen war, und versprachen ihm eine Belohnung. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, dem Tag, an dem die Passahlämmer geopfert wurden, fragten die Jünger Jesus: Wo sollen wir hingehen und das Passahmahl vorbereiten? Jesus schickte 2 von ihnen nach Jerusalem, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Wenn ihr in die Stadt kommt, sagte er zu ihnen, wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm. Geht in das Haus, das er betritt, und sagt zu dem Besitzer des Hauses: Unser Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch nach oben in einen großen Raum führen, der für das Festmahl schon hergerichtet ist. Das ist der Ort. Dahin geht und bereitet unser Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so, wie Jesus es gesagt hatte. Und sie bereiteten dort das Passahmahl vor. Am Abend kam Jesus mit den 12 Jüngern. Als sie um den Tisch saßen und aßen, sagte Jesus: Ich sage euch aber, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Erschrocken fragte ihn einer nach dem anderen: Das bin doch nicht ich, oder? Er erwiderte: Es ist einer von euch 12, einer, der jetzt mit mir ist. Denn der Menschensohn muss sterben, wie es in der Schrift schon seit langer Zeit vorausgesagt ist. Für seinen Verräter aber wird es furchtbar sein. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren worden wäre. Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Nachdem sie ein Loblied gesungen hatten,
gingen sie hinaus zum Ölberg. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift heißt es, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus, entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrte, waren die Jünger wieder eingeschlafen, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er, Schlaft ihr noch immer? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit. Es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Der Verräter ist da. Kaum hatte er das gesagt, da kam Judas, einer von den 12 Jüngern, mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und führenden Männern des Volkes geschickt worden. Judas hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr werdet wissen, wer es ist, wenn ich auf ihn zugehe und ihn mit einem Kuss begrüße. Den könnt ihr festnehmen und abführen. Sobald sie angekommen waren, ging Judas auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten die anderen Jesus und verhafteten ihn. Aber einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert und schlug dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr ab. Jesus fragte sie, Bin ich ein Schwerverbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel festgenommen? Ich war doch jeden Tag dort und habe gelehrt. Aber dies alles geschieht, damit erfüllt wird, was die Schrift über mich sagt. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ein junger Mann, nur mit einem Leinenhemd bekleidet, schlich hinterher. Als die Männer auch ihn zu fassen versuchten, rissen sie ihm das Hemd vom Leib, doch er entkam ihnen und lief nackt davon. Jesus wurde zum Haus des hohen Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohen priesterlichen Palastes. Eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer.
Währenddessen versuchten die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten viele falsche Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Schließlich standen ein paar Männer auf und behaupteten: Wir haben gehört, wie er sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören und in 3 Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da stellte sich der hohe Priester vor die anderen hin und fragte Jesus: Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu diesen Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der hohe Priester fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortete: Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zur Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht. Du Prophet, sag uns, wer hat dich gerade geschlagen? Höhnten sie. Und selbst die Wachen prügelten auf ihn ein, als sie ihn abführten. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte dann: Du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen: Dieser Mann da ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus: Du musst auch einer von ihnen sein, du kommst doch auch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte: Ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Früh am nächsten Morgen traten die obersten Priester, führende Männer des Volkes und Schriftgelehrte, der gesamte Hohe Rat zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Sie fesselten Jesus und brachten ihn zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus erwiderte: Ja, es ist, wie du sagst. Daraufhin legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Pilatus fragte ihn: Hast du nichts dazu zu sagen? Siehst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Nun war es Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. Soll ich euch den König der Juden geben? Fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas statt von Jesus zu fordern. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien:
kreuzige ihn. Warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten brachten Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornenkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen, »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten nieder und huldigten ihm. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das Purpurgewand wieder aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete, König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha! Du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammengekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann, um 3 Uhr, rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli lama asabtani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, die Mutter von Jakobus dem Jüngeren und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie und viele andere Frauen zusammen mit ihm nach Jerusalem gegangen.
Als es Abend wurde, fasste Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus konnte nicht glauben, dass Jesus schon tot war, deshalb ließ er den verantwortlichen römischen Hauptmann rufen und fragte ihn. Der Hauptmann bestätigte den Tod und Pilatus überließ Josef den Leichnam. Josef kaufte ein langes Leinentuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt 2 Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen.